Hallihallo und los geht's. Erst einmal mit dem richtigen Papier. Ich benutze gerne für meine Arbeiten ein sehr dickes Papier, eine starke Papierqualität. Hier in diesem Fall ist das ein 300 Gramm Papier, steht Mixed Media drauf, kann man aber für alle Techniken nehmen. In diesem Fall ist das sogar ein Papier mit so einer leichten Struktur, das sieht man hier glaube ich gar nicht. Sieht ein bisschen aus wie eine Leinwand, ganz, ganz entfernt. Soll so sein, damit man dann, wenn man mit Mixed Media Techniken arbeiten will, so ein bisschen schon eine Struktur im Papier hat, damit das ganze Werk lebendiger wird. Hier aber in diesem Fall brauchen wir die Rückseite, denn die ist ganz, ganz wunderbar glatt. Und da kann man perfekt drauf stempeln. Ich benutze das Memento Lux Stempelkissen und zwei meiner eigenen Stempelkreationen. Den Link, die Bezugsquellen, wie immer unten in der Infobox. So, was ich hier heute mache, ich bringe diese Motive erst einmal mit non-permanentem Kleberoller auf. Auch für alle Produkte hier, wenn ich einen Link habe, findet ihr sie unten in der Infobox. Non-permanenten Kleberoller, damit befestige ich mein Motiv auf diesem Acrylgriff, damit ich damit stempeln kann und auch gleich eine weitere Technik mit diesem Kleberoller. Das zeige ich euch dann danach. So, während das Motiv trocknet, werde ich hier aus diesem Baumstamm, wo dieser Leopard sich dran festhält, etwas machen. Und das ist auch der Inhalt meines heutigen Tutorials, wie man Motive verändern kann. Man muss nur einmal mit anderen Augen herangehen und dann kann man aus jedem Stempelmotiv viele weitere erzeugen. Zum Beispiel dieses hier ist ideal dafür, aber das seht ihr sofort. Wie immer reinige ich erst einmal meinen Stempel hier mit einem feuchten Tuch. Und der Schaum, der in den Zwischenräumen entsteht, den entferne ich mit einem solchen Mikrofasertuch. So ist der Stempel bis in die tiefsten Tiefen des Motivs gereinigt und kann in meinen Lager. Dann stemple ich hier ein weiteres Motiv. Einen lieben Gruß. Ich mag dich. Oh ja. Ebenso hier wieder den Stempel reinigen und trocknen. Nun schneide ich mir von einem dünnen Papier, das kann jedes Papier sein, das ist dann etwas dünner als das, worauf ich hier arbeite, eine Art Rechteck. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Das muss auch nicht ganz gerade sein. In dem Fall hier hat es sogar ein bisschen mehr Charme, wenn die Kanten etwas uneben sind. Und befestige es über meinem Ich mag dich, so ziemlich da am Ende, wo hier dieser Baumpfahl aufhört. Ebenso drucke ich meinen Schneeleoparden ein zweites Mal auf dieses Papier. So, ich habe den Leoparden ausgeschnitten, so gut und exakt wie es eben geht. Und dann kommt erneut mein non-permanenter Kleberoller zum Einsatz. Der muss jetzt wirklich non-permanent sein, weil wenn der permanent wäre, kriege ich das Motiv nicht mehr von meinem gedruckten Motiv herunter. Jetzt teste ich gerade mal, ob das schon getrocknet ist. Na, es gibt noch ein bisschen Farbe ab, da müssen wir noch ein wenig warten. Nun möchte ich mit diesen wasserlöslichen Wachsmalkreiden kolorieren. Wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Produkten arbeite. Mit denen hier habe ich jetzt, glaube ich, noch nie was gemacht im Video. Wasserlösliche Wachsmalkreiden sind sehr weiche Malstifte. Denen ist gemeinsam, dass sie ja eine fast so Lippenstift-ähnliche Konsistenz aufweisen
Und ja, diese hier kann man sogar auf der Haut verwenden. Ich gebe euch unten auch wieder in der Videobeschreibung einen Link, wo ihr die finden könnt. Und da seht ihr auch, dass die auch fürs Kinderschminken verwendet werden. Aber Farben, die man fürs Kinderschminken verwendet, kann man sehr wohl auch auf Papier verwenden. Was ich hier daran so mag, ist, dass sie sehr weich sind. Ich benutze sie für sehr, sehr viele verschiedene Techniken. Heute, um Hintergründe zu gestalten. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber ich zeige euch hier eine weitere Variante. So, und zwar klebe ich jetzt hier den Leopard ab, sodass der abgedeckt ist. Das Papier klebt natürlich jetzt non-permanent, das heißt, ich kann es gleich wieder abnehmen. Und jetzt werde ich hier auf diesen Wischpinsel, auch dafür gibt es unten links, dann die Farbe auftragen und vorsichtig auf mein Papier aufbringen. Dazu kann ich an einer Stelle, die dann vielleicht nicht zu sehen ist, oder auf einem Schmierpapier hier die Reste vom Ausschneiden mal so ein bisschen ausprobieren, wie viel Farbe trägt sich denn da auf. Lieber weniger öfter auftragen als zu viel auf einmal. Ich kann auch zwischendurch immer mal wieder gucken, ob das auch gut geworden ist. Ja, wunderbar. Ich zeige euch das gleich mal aus der Nähe. Zoomen wir mal ran. Dann könnt ihr das besser sehen. Finde ich schon ziemlich gut gelungen. Und dann, um diesem Schild hier einen Rahmen zu geben, kann ich dann mit einem Stift, welcher ist egal, hier in dem Fall mit einem wasserfesten Stift, dann eine Linie mit der Hand herumziehen. Das kriegt ihr hin, oder? Mit den gleichen Stiften kann ich auch mit Wasserfarben kolorieren. Dazu wähle ich mir dann eine Farbe, die mir gefällt. Nehme ich jetzt so ein leichtes Hellblau. Einen Behälter mit Wasser. Ich gehe mal wieder ein bisschen weiter weg. Und natürlich einen Pinsel. Zu diesem Zweck gebe ich etwas von dieser Farbe auf meinen Acrylklotz oder irgendeinen anderen glatten Untergrund und dann kann ich damit wie mit einer Palette die Farbe aufnehmen. Weil die Farbe wasserlöslich ist, kann ich auch überschüssige Farbe wieder abnehmen. Zum Beispiel, hier hatte ich den Schwanz nicht ausgeschnitten, als ich den Hintergrund koloriert habe. Solche Stellen kann man dann nacharbeiten. Zum Beispiel auch das Schild hier oben kann ich noch kolorieren. Und ihr seht, wie unterschiedlich ich diese Farben verwenden kann. Einmal, um sehr, sehr gleichmäßige, makellose Hintergründe zu erzeugen. Oder einmal, um mein Motiv zu aquarellieren, dass es dann diesen Wasserfarbeffekt bekommt. Ja, ich hoffe, das hat euch gefallen. Die fertige Karte zeige ich euch gleich. Und ihr lasst ein Like und ein Abo da. Ich hab euch lieb. Eure Bärbel. Tschüss.